Endlich sehen wir alles zu Cora Schumachers Auszug. Ich will jetzt hier raus, jetzt, 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 sofort. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Alles über Coras dramatisches Aus. Außerdem gibt es endlich mal ein paar richtige Streits. Ich setze das, glaube ich, ein bisschen zu mit dem Nicht-Essen. Vielleicht sitzt er auch einfach ein Furz quer. Brauchst du wieder einen Snickers? Ich juckt es ja gar nicht. Das ist mir die Diskussion gar nicht wert. Und Layla überrascht, ehrlich gesagt, bei der Dschungelprüfung. Jawohl! Ja, sehr gut! All das. Und noch einiges mehr gab es an Tag 4 vom Dschungel. Und nachdem Tag 3 ja nur ungefähr 2 Minuten gedauert hat, wird es auch endlich wieder Zeit mit einem längeren Video. Und ich werde es natürlich kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex. Die erste Frau, die ich geküsst habe, hieß Jane. Das wird die meisten von euch gar nicht besonders interessieren. Ich denke aber persönlich gerne daran zurück. Und woran ich jetzt auch natürlich wieder denken muss, ist, dich daran zu erinnern, dass du die Dschungelfolgen jederzeit in voller Länge auf RTL Plus schauen kannst. Das ist immer einer der ersten Links in der Videobeschreibung. Und normalerweise starten wir ja immer mit dem schönsten Ruf im deutschen Fernsehen. Aber RTL muss sich ja noch dafür entschuldigen, dass gestern die ganze Zeit die RTL Plus Server ausgefallen sind. Und ehrlich gesagt fand ich den Seitenhieb von Jan und Sonja ziemlich gut. Deswegen muss ich heute alleine rufen. Ich bin ein Star! Holt mich heraus! Die richtigen Sensationen, die gibt's jetzt. Der Dschungel 2024, Folge 4, live und exklusiv. Oder wie es bei RTL Plus eben heißt. Ach ja, so langsam werden deren Sprüche und Witze definitiv wieder besser. Aber gut, dann fangen wir jetzt endlich mal direkt mit der Folge an. Und da ging es am Anfang um David Odonkor. Der ist bisher ja noch gar nicht so viel vorgekommen, aber natürlich ein sehr bekannter Fußballer, der seine Karriere ziemlich früh beenden musste. Ist 29. 29? Ich habe 2013 aufgehört. Aber ist ja eigentlich gut so, Alter, ne? Na. Aber geht auch weiter, ne? Da fängt erst das Leben richtig an, sagt man. Stimmt, stimmt. Das stimmt allerdings bei einem Fußballer, weil man natürlich sagen muss, man arbeitet ja letztlich auf diese Profikarriere sein ganzes Leben hin. Und wenn man dann so 4 oder 5 Jahre davon verpasst, dann ist das ganz schön heftig und bedeutet in der Regel, dass der Körper nicht mehr mitgespielt hat. So war es auch bei David. David, was war dann die Hauptverletzung, warum das nicht mehr ging? Knie, hier. Wow. Gut, 12-mal operiert hier. Boah, das sieht schon krass aus, ne? Ja. Naja, und ich finde, nur über Operationen zu sprechen, klingt immer irgendwie so, als ja, der Körper war halt kaputt, aber damit geht natürlich noch was ganz anderes einher. Große Schmerzen, und das ist auch bei David passiert und natürlich im Profisport jetzt auch nicht wirklich ungewöhnlich. Ja, ich habe 1-2 Tabletten vor dem Training genommen. Zwischendurch mal, wenn wir das zweite Training hatten, darüber sprechen ja kaum Fußballer, dass die halt die Tabletten wie Lutschbonbons nehmen. Und ehrlich gesagt ja nicht nur die Tabletten, auch das berühmte Fit-Spritzen ist natürlich ein großes Thema. Und generell muss man sagen, ich kenne auch jemanden, der auf sehr hohem Niveau Tennis gespielt hat. Man ist oftmals nach der Karriere und dann mit 40 wirklich kaputt. Ich weiß gar nicht, wie man das anders sagen soll. Trotzdem hat David, was das Ende seiner Karriere angeht, kein so wirklich schlechtes Gefühl, denn er konnte sich auf was anderes, Wichtigeres konzentrieren. Und das gehört natürlich auch dazu. Man verdient als Fußballer natürlich in den wenigen Jahren auch genug, dass man das dann genießen kann. Mir war das alles scheißegal. Hauptsache nach Hause, gesund rausgehen, fertig. Weil ich mit meiner Tochter mal im Sandkasten spielen möchte oder mal auf dem Klettergerüst. Und das ging mir vor und deswegen habe ich gesagt, Fußball, danke für die schöne Zeit, aber die Familie steht jetzt an erster Stelle. Hat er sehr positiv formuliert. Ich muss allerdings auch sagen, er wird ja von vielen durchaus auch als Favorit dieser Staffel gehandelt. Das sehe ich jetzt noch nicht, aber es ist ja auch noch relativ früh. Wer mich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Felix. Denn ich dachte immer, der wäre total sympathisch und auch so jemand, der definitiv in den Top 3 mitspielt. Bisher fällt er allerdings überwiegend durch komische Dialoge auf. Es haben schon sich die ersten tollen Gespräche irgendwie entwickelt. Hast du noch einen String oder so zum Trocknen? String? So ein Stringtanker. String. 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 Aber immerhin versteht sich Felix mit allen gut. Nein, nicht mit allen. Es gibt ein kleines gallisches Dorf namens Sarah Kern. Mit dem versteht er sich nicht so gut. Aber das ist wahrscheinlich auch kein Wunder.
Sie ist ja ein Doppelfeuerzeichen. Diese Frequenz, selbst wenn man nicht miteinander redet, ist ja auch schon unangenehm. Also muss ja nicht sein, ne? Hier muss nicht jeder Best Friend mit jedem sein. Aber er muss auch nicht so sein, wie er ist. Also natürlich darf Sarah sich darüber beschweren, das will ich jetzt gar nicht absprechen. Ich finde es nur immer schwierig, wenn man von den Energien spricht. Letztlich sind es doch immer Charaktere, die aufeinandertreffen. Und nur weil man dem jetzt einen spirituellen Namen gibt, hat man jetzt ja nicht plötzlich ein besseres Gespür, oder? Mein Gespür sagt jedenfalls, die beiden haben echt ein Problem miteinander. Ich habe selten so eine beschissene Kommunikation gesehen. Weißt du, ob unten die Wäscheleine voll ist? Nee, da ist aber kein Platz gerade auf der Wäscheleine. Aber warum fragst du mich dann nicht direkt, wenn du irgendwas wissen möchtest? Ich bin jetzt auf die Teamleitung. Weil ich das da vor jetzt gerade bei ihr stand und sie ja bei dir war. Hä, und bin ich der Einzige, der das von Sarah jetzt gar nicht verstanden hat? Also, sie mag Felix offensichtlich nicht, beziehungsweise fühlt sich von ihm nicht gemocht. Völlig fein, kann ich verstehen. Aber Felix hat doch jetzt wirklich nichts falsch gemacht oder habe ich irgendwas verpasst? Naja, sie ist jedenfalls ordentlich angepisst. Was schüttelst du denn den Kopf, Sarah? Was ist denn dein Problem? Naja, ihr Problem ist, dass sie sich irgendwie von dir zurückgesetzt fühlt und da sind ja diese schlechten Energien, die wahrscheinlich ihr Doppelfeuerzeichen löschen, Felix. Insofern wäre es wahrscheinlich ganz sinnvoll, nochmal das Gespräch mit ihr zu suchen. Also zumindest würde ich das normalerweise empfehlen. Die Kommunikation zwischen den beiden ist aber wirklich echt sehr kaputt. Sarah, was ist dein Problem? Mein Problem? Ja, dein Problem. Wenn du ein Problem mit mir hast, dann komm doch bitte zu mir. Warum gehst du mich jetzt so an? Das verstehe ich. Ich gehe dich nicht an, Sarah. Ich möchte. Aber warum sagst du auch, ich unterstellst mich, ich hätte ein Problem mit dir? Wisst ihr, woran mich das irgendwie ein bisschen erinnert? Ich war vor vielen Jahren mal in Dänemark und wollte dort von meinem Vermieter, wenn man das so nennen kann, was wissen. Der sprach allerdings nur Dänisch, ich gar kein Dänisch und dann haben wir beide versucht, uns zu unterhalten und mein Handy war auch noch kaputt. Ja, das ist exakt das gleiche Niveau bei den beiden. Nein, weil das war gerade ein bisschen durcheinander. Gesagt. Ich habe das nicht verstanden gerade. Ah, ich bin durcheinander. Ich? Durcheinander. Hab ich gerade gesagt, du bist nee, aber hätte... Ah. Ich kann nicht mit Sarah diskutieren. Also, so ein zickiges Gehabe, ey. Ich glaube, die beiden werden keine Freunde mehr. Ob das noch explodiert? Ah, ich bin mal sehr gespannt. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass Sarah sehr früh rausfliegt. Wer vielleicht allerdings nicht so früh rausfliegt, das ist Fabio Langstrumpf. Und falls du den nicht kennen solltest, das ist das erotische Girl mit den langen Zöpfchen da, das schon länger über Nachwuchs nachdenkt. Macht ja auch irgendwo Sinn, schön seine guten Gene weiterzugeben, oder? Wer weiß, ob ich überhaupt Kinder kriegen kann. Ich wurde schon oft geröntgt, so im Krankenhaus, weil ich so viele Brüche hatte. Ja. Die haben immer diesen Lendenschutz vergessen, Mann. Ich fahre auch immer mit Sitzheizung. Das kann auch sein, dass ich impotent bin. Oh ja, also das mit dem Röntgen ist ein Riesenproblem und das mit der Sitzheizung vielleicht auch. Aber mal ganz ehrlich, Fabio, wie hoch stellst du die denn? Weil wenn ich das bei meinem Auto mache, das glücklicherweise auch einer hat, bestes Feature ever, dann wird es untenrum maximal ein bisschen warm. Ja, auf Stufe 3 ist gut, da kocht's. Und ich habe mal gehört, dass es auch nicht so gut sein soll, eben für unsere kleinen, bewegten Freunde. Das stimmt. Allerdings muss man sagen, sind gekochte Eier natürlich deutlich leichter zu pellen. Wobei, möchte das jemand bei Fabio? Keine Ahnung. Danach wurde es dann interessanterweise aber ein bisschen ernst, denn beim Thema Familienplanung hat sich auch Leila eingeschaltet. Und eigentlich hat sie erstmal was sehr Schönes gesagt. Bei sowas bin ich irgendwie voll oldschool. Am liebsten wäre ich jetzt auch schon längst verheiratet, hätte meine Familie so. Ja. Ich hätte am liebsten schon so meinen Mann und meine Kinder oder wenigstens schon eins. Aber ja, irgendwie sollte das ja wohl noch nicht so sein. Und das ist doch eigentlich eine schöne Vorstellung. Wobei man hier auch nochmal bemerken muss, Leila ist jetzt auch nicht irgendwie 21 oder so, auch wenn sie sich manchmal so verhält, sie ist doch schon 27. Aber bei der Familienplanung und ihr gibt es nicht nur den Mann als Hindernis, auch ihr Körper hat ihr da, wenn man so möchte, schon mal Steine in den Weg gelegt. Und das ist tatsächlich mal eine Geschichte, die mir bisher noch komplett neu war. Bei mir ist es auch wirklich schwer, weil ich hatte mal so Gebärmutterhalskrebs und haben die halt so ein Stück entfernt. Das war vor so 5 Jahren. Ich hatte, glaube ich, einmal 3 Monate lang durchgängig Blutungen gehabt, jeden Tag. Ja, und dann bin ich halt mehrmals zum Arzt. Am Anfang hat man da nie irgendwie was gefunden und dann halt schon.
Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich heftige Diagnose, die natürlich im schlimmsten Fall auch zu vielen anderen Sachen führen kann. Und ich bin ganz ehrlich, davor habe ich in meinem Leben mit am größten Angst, dass man irgendwann zum Arzt geht, weil man ein Problem hat und man kriegt eine Diagnose, die einem wirklich so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegreißt, weil man ja letztlich nichts dagegen tun kann. Ich wünsche mir und dir natürlich auch, dass uns das hoffentlich erspart bleibt. Und als er mir das dann halt gesagt hat, es war so, als hätte man so den Boden unter meinen Füßen weggezogen. Ich habe auch gar nicht mehr zugehört, sondern ich habe einfach nur mir gedacht, okay, erzähl weiter, damit ich jetzt einmal meine Mama anrufen kann. Das ist einfach krass, so eine Nachricht zu bekommen. Definitiv. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man mit so emotionalen Geschichten relativ schnell ein kleines bisschen lieber wirken kann. So ist das auch bei Layla, die in dieser Folge auch aus anderen Gründen tatsächlich auf meiner Skala noch ein bisschen nach oben gerutscht ist. Wer eigentlich auf meiner Skala allerdings schon ziemlich weit oben ist, das ist Lucy. Und die unterhält sich mal ein bisschen mit Mike über ihre Karriere. Mein Vater war Opernsänger und meine Mama war Pianistin. Ich habe auch recht früh angefangen zu singen in der Oper. Jeder hat ja irgendwo eine Story, warum er hier ist, auf eine Art und Weise. Und Lucy ist ja Weltstar so. Ja, No Angels kennt man ja. Ist sie wirklich? Und ich persönlich würde behaupten, Lucy war wahrscheinlich bei den No Angels die beste Sängerin. Aber wenn man so möchte, so eine Ausbildung von zu Hause hat, dann ist das gar kein Wunder. Erstaunlicherweise kann Mike aber auch gar nicht so scheiße singen, finde ich. Mit ein bisschen Autotune drunter könnte der auch ein No Angel sein. I wanna be daylight in your eyes. Danach weiß ich nicht mehr. Aber guck mal, dann weiß man doch. Guck mal, ich war da 10 Jahre oder so, 9 Jahre und ich weiß es immer noch. Definitiv. Und ich muss auch sagen, ich bin ja mit den No Angels, wenn man so möchte, ein bisschen groß geworden. Und ich habe die immer und immer mal wieder gehört, auch wenn es nie so zu 100% meine Musik war, fand ich es auf jeden Fall cool. Und ja, Weltstar weiß ich jetzt nicht, aber sie waren eine große Nummer. Und eigentlich geht damit ja auch immer ein bisschen Reichtum einher. War das schon so, dass ihr so Millionen gemacht habt und so? Damit ja, ne? Kann ich jetzt so schlecht jetzt ausrechnen, weil ich immer alles ausgegeben habe. Aber im ersten Jahr haben wir über 2 Millionen Platten verkauft. Und nicht nur das, ich habe das gerade noch mal bei Wikipedia aufgerufen, weil ich das selber gar nicht gewusst habe. Ich lese mal ganz kurz vor. Die No Angels sind bis heute die deutsche Girlgroup mit den meisten verkauften Tonträgern und die erfolgreichste Girlgroup Kontinentaleuropas. Und ich glaube, selbst wenn es damals einen echt beschissenen Knebelvertrag von Popstars gab, wo die ja gecastet wurden, da muss man doch richtig reich gewesen sein. Wo ist denn das Geld eigentlich hin, Lucy? Einkaufen bei Dior, Armani, 6-stelligen Beträge, tolle Autos. Ich habe mir dann so ein tolles Haus angemietet. Und alle dachten so, was willst du denn mit diesem Haus? Und das hat mich wirklich überrascht, weil so hätte ich Lucy irgendwie überhaupt nicht eingeschätzt. Du? Kannst es mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wen ich schon ein bisschen so eingeschätzt hätte, dass er zumindest dazu neigt, sagen wir mal, immer wieder in die gleiche Wunde vorzustoßen, das ist natürlich Kim Virginia. Und deswegen macht sie das am Abend auch mal wieder bei Mike, den sie, glaube ich, immer noch toll findet, während sie möchte, dass er in die Hölle kommt. Du bist eh voll auf Party abgerutscht in letzter Zeit, ne? Nee. Nee? Nee. Wir haben voll viele Mädels geschrieben. Eine will noch ihr T-Shirt zurückgeben. Und ich bin ganz ehrlich, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde cool, dass Kim Virginia so ein tougher Mensch ist. Aber sowas verstehe ich nicht. Also man merkt, Mike will nicht mit ihr sprechen. Und letztlich, das finde ich noch wichtiger, geht sie das, was sie gerade gesagt hat, doch auch nichts an, oder? Und warum schreiben irgendwelche Frauen ihr, wenn sie irgendwie vielleicht ein Problem mit Mike haben? Warum? Du kommst mir irgendeine Scheiße aus irgendwelchen, was irgendwelche Leute dir erzählen, wovon ich keine Ahnung habe. Ich sag doch nur, wie es ist. Was hast du mit Leuten aus meiner Umgebung zu tun? Was hast du mit denen zu tun? Ich meine, auch wenn es doch so ist, wenn ich doch mit irgendeiner irgendwo war, dann ist es doch nicht ihre Sache. Dann ist das doch, dann kann es ihr doch scheißegal sein. Punkt! Und gerade in der Sache muss ich Mike hundertprozentig recht geben. Allerdings packt Kim Virginia dann noch ein bisschen mehr aus. Und das Blöde ist natürlich, man weiß letztlich nicht, ob es stimmt. Aber ja, sie gräbt da jedenfalls tief in ihrer Kiste. Nein, nicht das, was du jetzt denkst. Einmal hast du mich bedroht, dann hast du mich belogen. Kam aus nix. Er kam wirklich aus dem Nix. Und das ist für mich auf jeden Fall ein echt schwerer Vorwurf, bei dem jetzt natürlich ein bisschen das Problem ist, man kann es weder positiv noch negativ beweisen. Und grundsätzlich bin ich immer jemand, der Opfern gerne zuhören möchte. Aber wenn es so gar keine Hinweise gibt, muss man natürlich auch irgendwie gucken, dass man Mike jetzt nicht völlig unschuldig verdächtigt. Ach, wisst ihr was?
Ich halt's da wie Tim und möchte gerne Popcorn. Tim am Dschungelcamp. Wir bräuchten bitte Nachos mit Süß-Sauer und Käse-Dip. Eventuell auch Sour Cream. Es geht hier gerade enorm ab. Das ist aber dann immer noch nicht alles. Und Kim Virginia haut noch einen raus. Und spätestens ab diesem Punkt hatte ich wirklich das Gefühl, dass es hier nur darum geht, Mike zu schaden und um nichts anderes. Und das ist dann einfach ein bisschen erbärmlich. Du hast auch nicht alleinige Sorge, dass ich für dein Kind unterschrieben. Ist auch nie passiert. Oh mein Gott, warte mal. Guck mal, rede nicht. Der arme Mike. Guck mal, pack mein Kind. Guck mal, wie armselig muss ein Mensch sein, ein kleines, minderjähriges Kind, was meine Tochter ist, hier mit reinzubringen, um mich anzugreifen. Ja, und das habe ich jetzt von Kim Virginia dann auch endgültig überhaupt nicht verstanden. Und auch hier frage ich mich wieder, woher will sie das denn wissen? Weil es klingt jetzt ja nicht so, als hätte Mike mit ihr darüber gesprochen. Und was man sich natürlich, finde ich, auch immer noch so ein bisschen fragt, ist, was genau und warum macht Kim Virginia das dann eigentlich? Und witzigerweise gibt sie das später im Interview dann selbst zu. Ich dachte mir wirklich, das könnte wirklich was für eine Beziehung sein. Ein Mensch, den ich an meiner Seite haben möchte. Ein ganz toller Mensch. Warum hast du meine Zeit so verschwendet? Dumm von mir. Also mit anderen Worten, sie wurde von Mike enttäuscht und möchte ihm jetzt schaden. Und interessanterweise kam die wahrscheinlich perfekte, wirklich perfekte Analyse dazu von Layla. Ich hab's ja schon mal gesagt. Irgendwie überrascht die mich in dieser Folge sehr krass. Ich glaube halt einfach, dass sie tief im Inneren wirklich vielleicht sehr, sehr verliebt in den war. Hat jetzt im Dschungel gedacht hat, okay, die hat vielleicht die Chance auf ein Comeback, das aber gerade nicht so läuft. Und ich dann dachte, okay, dann fick ich den halt hier drinne, weil Liebe kriege ich ja nicht von ihm. So, weißt du, was ich meine? Wirklich eine richtig gute Analyse. Die tiefen Schläge von Kim Virginia, die sitzen bei Mike allerdings durchaus tief. Und ich glaube, Lucy möchte ihn dann so ein bisschen aufheitern und mit ihm mal über seine Tochter auf eine positive Art und Weise sprechen. Aber das sorgt bei Mike eher für Melancholie. Wie heißt sie? Eileen. Eileen? Ja, Eileen, ja. Eileen. Ja. Wie oft siehst du sie? Viel zu selten. 5-mal im Jahr. Kompliziert, habe ich gesagt. Und dazu muss man das hier vielleicht mal ein kleines bisschen aufklären. Also er hat seine Tochter ja zusammen mit Elena Miras, die war auch schon mal im Dschungel, kennst du vielleicht. Und Elena ist eigentlich Schweizerin und sie lebt mittlerweile mit Eileen in der Schweiz. Dementsprechend ist das alles ein bisschen schwierig. Wobei Mike trotzdem auf seine Beziehung mit Elena einigermaßen positiv zurückblickt. Finde ich sehr erwachsen von ihm. So sie und ich als Beziehung funktioniert nicht. Aber als Mutter meiner Tochter so, weil sie sie halt so zu schätzen. Das hat er echt cool gesagt, oder? Und auch seine nächsten Worte sind sehr erwachsen. Mike ist für mich sowieso so jemand, den man irgendwie manchmal ein bisschen unterschätzt. Und ich muss es nochmal sagen, im Kim-Virginia-Streit ist er für mich auch der Gewinner. Nee, die Beziehung zu Elena habe ich noch nie gebereut. Nee, will ich auch nicht. Weil das hat das Schönste daraus entstanden, was wir beide haben, denke ich mal. Also, ich denke, ich spreche auch für sie da. Irgendwie fände ich es ja ganz schön, wenn Mike und Elena sich zumindest noch mal so richtig aussprechen würden, oder? Vielleicht passiert das ja nach dem Dschungel. Wer weiß das schon. Nun ist es ja allerdings so, dass man in dieser Folge auf jeden Fall über ein großes Thema noch sprechen muss, von dem wir ja alle immer noch nicht wissen, wie es passiert ist. Nämlich der Auszug von Cora Schumacher. Und der nimmt seinen Anfang in ihrem Darm. Ja, das klingt komisch. Du hast die Wurstverschiebung verpasst. Welche Wurstverschiebung? Die Wurstverschiebung. Was ist das? Ja, wir haben festgestellt, dass wir eigentlich immer morgens kacken gehen. Und dadurch, dass wir jetzt auf der anderen Seite der Welt sind, haben wir eine Wurstverschiebung. Ja. Alles klar, danke für diese wundervolle Vorstellung. Und die Wurstverschiebung ist dann auch nicht das Einzige, was in Coras Kopf so rumgeht. Da ist ja auch immer noch Oliver Pocher, der sich vielleicht kurz vor dem Dschungelcamp noch mit Corona angesteckt hat. Ich bin ein Olli-Fan. Ich finde das toll. Was ist das für ein Corona? Hat er dir Corona während des Sexes gegeben? Der eine sagt so, der andere sagt so. Man weiß es nicht. Insgesamt muss man aber sagen, ich glaube, Cora ist wirklich ein bisschen in Oliver Pocher verliebt, weil sie spricht auf so eine ganz bestimmte positive Art und Weise von ihm. So, als wäre er gleichzeitig ihr Liebhaber und ein ungezogenes Kind. Was ja wahrscheinlich auch stimmt. Ja. Der hatte dick hinter den Ohren. Nur hinter den Ohren? Oder auch zwischen den Beinen? Ja, so. Nee, darüber redet man nicht.
Ja, stimmt. Also du bist sowieso, also du bist relativ diskret und meistens auch relativ anonym unterwegs. Nee, also normalerweise bin ich sehr verschämt. Also jetzt. Ja, und relativ viele von euch sind übrigens auch immer noch relativ verschämt, weil ungefähr 50% meine Videos gucken, ohne mich abonniert zu haben. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte dieses Jahr unbedingt 400.000 Abos schaffen. Das würde mir eine ganze Menge bedeuten. Insofern wäre es lieb, wenn du meinen Kanal abonnierst. Okay, jetzt muss man aber sagen, eigentlich klingt das doch bei Cora alles ganz nett und positiv. Wenige Stunden später in der Nacht schlägt es allerdings komplett um. Schatzi, ich glaube, ich möchte nach Hause. Ja, bist du sicher? Ich muss immer mit dem Scheiß qualmen, ich halte da nicht mehr aus. Ja, und fairerweise muss man sagen, Cora ist tatsächlich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, das hört man ja auch, sie hustet wirklich relativ viel und das Feuer ist dann natürlich ein bisschen hinderlich, aber ich glaube eher, dass irgendetwas in ihrem Kopf passiert ist, weil sie plötzlich nur noch eine einzige Tür sieht. Egal, zieh durch. Ich kann nicht mehr, ich will eigentlich sofort raus hier jetzt. Doch. Okay, Cora, aber tu mir jetzt mal einen Gefallen und denk noch mal drüber nach. Geh doch mal vom Feuer weg, geh am besten irgendwie in dieses Interviewhäuschen und trink noch mal ein bisschen was und versuch dabei bitte nicht so auszusehen, als würdest du gleich sterben. Meisten von mir selbst. Nicht so gut. Wobei ich auch sagen muss, ich finde, ihr Husten klingt jetzt gar nicht so schlimm. Der kommt doch nicht so wirklich aus der Lunge, oder? Aber gut, am Ende trifft sie dann eine Entscheidung, von der wir ja letztlich auch schon wissen, dass sie sie getroffen hat und über die wir gleich definitiv nochmal sprechen müssen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Sorry. Immerhin, bevor wir auf Cora einschlagen, muss man aber natürlich nochmal bemerken, eigentlich finde ich, hat sie das im Dschungel ganz gut gemacht und sie hat auch Spuren hinterlassen und dementsprechend wurde sie auch sehr lieb verabschiedet und das hat sie dann nochmal für eine ziemlich traurige Ansage genutzt. Dieser Zusammenhalt ist etwas, was ich zu Hause in der Form jetzt nicht habe oder vielleicht auch gar nicht kenne, dass mir so viel Unterstützung gebracht wird. Der kleine Timmy, der ist mir richtig ans Herz gewachsen. Tja, und deswegen geht Cora dann tatsächlich auf eigenen Wunsch und weil sie, wie sie das selbst sagt, einfach zu große Probleme mit dem Husten hat. Nun ist es ja aber so, dass man im Dschungelcamp gesundheitlich wirklich sehr engmaschig überwacht wird. Also, glaube ich, deutlich besser, als das im deutschen Gesundheitssystem überhaupt noch möglich ist. Was sagt denn Dr. Bob eigentlich dazu? Meine Kollegen und auch ich haben sie untersucht. Jeden Tag, manchmal sogar zweimal am Tag. Unserer Einschätzung nach war sie fit genug, es gibt also keine medizinischen Gründe für den Auszug. Aber in ihrem Kopf wuchs der Wunsch zu gehen. Und wenn das im Kopf so ist, dann ist das natürlich auch erstmal so. Ich persönlich muss an dieser Stelle aber einfach mal etwas behaupten, weil es mein Eindruck ist. Und zwar hat Cora diese Geschichte mit Oliver Pocher ja doch relativ früh gedroppt. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie generell sehr viel sehr früh geredet hat und viele Geschichten ausgepackt hat. Und sie war eigentlich nach ganz kurzer Zeit schon auserzählt und dann ist sie gegangen. Meiner Meinung nach kann das eigentlich nur zwei Gründe haben. Entweder sie hatte nie vor, besonders lange im Dschungelcamp zu bleiben und hat deswegen die Geschichten schon mal ausgepackt, was durchaus Sinn machen könnte, um für ein bisschen positive Publicity zu sorgen und vielleicht Anschlussverträge zu bekommen, wenn man rauskommt. Oder aber, und auch das finde ich gar nicht so unrealistisch, sie hat ja durchaus ein paar Sachen in Richtung Ralf Schumacher gesagt und ich habe schon häufiger gehört, dass man da sehr, sehr schnell mal von Anwälten angerufen wird und vielleicht klappt das ja sogar beim Dschungeltelefon. Na gut, am Ende weiß ich es natürlich nicht. Deine Meinung würde mich dazu aber mal interessieren. Also schreib mir gerne in die Kommentare, ob dir Cora gefallen hat und wie du ihren Auszug findest. Sie wurde dann übrigens auch noch bis ins Hotel natürlich mitverfolgt und dort hat sie erfahren, dass Oliver Pocher über sie im Nachhinein gar nicht so positiv gesprochen hat, denn der ist nicht verliebt. Für den war sie maximal eine mittelunterhaltsame Affäre. Warte nochmal, was? Okay. Hat aber nette Worte für mich gefunden. Ja, ist halt Oliver Pocher. Ne? Also ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen, noch brauche ich seine Kohle, noch brauche ich sonst habe ich alles selber. So, wer hat was davon? Damit ist diese Liebesgeschichte, glaube ich, auch beendet, genauso wie Coras Zeit im Camp.
Allerdings sind die anderen natürlich noch da und haben wie immer eine tägliche Aufgabe, nämlich die Dschungelprüfung. Und nachdem Layla die letzte ja doch sehr hart verkackt hat, dieses Mal will sie doch bestimmt alles besser machen und hat ein positives Mindset, oder? Diese Prüfungen sind einfach die Hölle. Warum weint Layla eigentlich wie ein Frosch mit Schluck auf? Keine Ahnung. Jedenfalls bekommt sie von ihren Mitcampern und Mitcamperinnen nicht mehr allzu viel Verständnis. Also, um genau zu sein, bekommt sie eher -7 Verständnis. Layla, es geht nicht. Die ist so ein, die macht Abbruch einfach und die will dann auch gar nichts mehr hören. Die ist einfach weg dann vom Fenster. Ziemlich gut analysiert und dementsprechend habe ich eigentlich damit gerechnet, dass das heute so bleibt. Und dann gab es auch noch eine Prüfung in luftiger Höhe. Layla findet luftige Höhe ihrer eigenen Aussage nach jetzt nicht ganz so toll. Jan hat es aber nochmal versucht, sehr liebevoll zu erklären. Eigentlich ist das Ganze ganz einfach. Rein da, rauf, 10 Minuten Zeit, 11 Sterne holen. Krabbeln, kriechen ist für dich nicht erlaubt. Könnte sein, dass da was krabbelt und kriecht. Nur im Stehen darüber. Und am Ende hast du dann 11 Sterne. Ist doch super, oder? Und na gut, und immerhin muss man sagen, Layla muss nur 5,2 Sekunden durchhalten. Dann wäre sie besser als bei der letzten Prüfung. Am Anfang dachte ich dann, dass es wieder genauso läuft. Ihre Äußerungen waren doch, sagen wir mal, mittelgradig negativ. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Wenn du kotzen musst, tu. Das ist okay. Das ist so hoch. Oh mein Gott. Layla hat sich allerdings durchgebissen, ist fleißig geklettert. Dann ging es aber natürlich an diese Kästen, wo man reingreifen musste. Und da sind ja Tiere drin. Und wir haben ja schon gehört, dass ihr knuddelige Eidechsen nicht so liegen. Da dachte ich, bei den Insekten ist spätestens Schluss. Du musst mit der Hand rein nicht gucken. Deswegen heißt das auch L-Hole bei uns. Und nicht Guckloch. Richtig. Ich hab ihn verloren. Egal, dann heb ihn auf. Sehr gut, jawohl, Layla. Die sind alle an mir dran. Okay, das ist auch vollkommen okay. Sehr, sehr gut, wirklich. Okay, gar nicht so schlecht. Und tatsächlich hat Layla dann Stern um Stern um Stern gesammelt und ist selbst dem Tod, im wahrsten Sinne des Wortes, von der Schippe gesprungen. Jawohl. Ja, sehr gut. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, ich war wirklich sehr überrascht vor dem Fernseher. Denn Layla hat nicht nur fast alle Sterne geholt, sie hat am Ende auch noch den letzten geholt, für den man noch so eine Art Mini-Bungee-Jump machen muss. Das ist doch bestimmt gar nicht Layla, oder? Das ist doch irgendein Körperdouble. Leute, ich muss kotzen. Ja, mach. Bitte holt mich runter, bitte. Ja, komm. Nee, bitte nicht kotzen. Und zum Glück hat sie es dann auch nicht gemacht. Das Einzige, was sie ausgekotzt hat, ist eine große Menge von Sternen. Und das hier ist tatsächlich das bisher beste Ergebnis im Dschungelcamp dieses Jahres. Das ist auch ein bisschen peinlich für die anderen. 6, 7, 8, 9, 10. Layla? Also ich wurde echt überrascht, das hätte ich nicht gedacht. Und okay, man muss fairerweise sagen, das war jetzt vielleicht nicht die schwerste Prüfung aller Zeiten, aber Layla hat das richtig gut gemacht und von mir bekommt sie sogar noch einen ganz, ganz großen Extrastern, weil sie danach darauf verzichtet hat, diesen absolut billigen Witz zu machen, den es in jeder Staffel 12-mal gibt, dass sie angeblich keine Sterne bekommen hat. Danke dafür. Ich wollte euch eigentlich verarschen, aber ich habe 10 Sterne. Oh mein Gott! Einfach 10. 10 Sterne. Wie krass ist das? Sehr krass. Und jetzt muss man schon bemerken, Layla hat eine wirklich gute Analyse gemacht. Sie ist einem emotional ein bisschen näher gekommen und sie hat eine Dschungelprüfung bestanden. Jetzt müsste sie die Zuschauer eigentlich nur noch zum Lachen bringen. Und glücklicherweise gibt es dafür auch eine Gelegenheit, als Fabio seinen Unterhoseninhalt sortiert. Weißt du, was ich aber bei euch nie verstehe? Dass eure beiden Eier sind doch in einem Sack drin. Dann gucken doch beide Eier raus, oder nicht? Hä? Also wenn du jetzt zum Beispiel zwei Hühnereier in eine groß genug seine Socke tust, dann sieht das doch auch so, als wäre es ein Ding, oder? Also irgendwie muss Fabio da nochmal Aufklärungsarbeit leisten. Wir sind ja getrennt voneinander. Das ist wie eine Duschkabine. Da gibt es eine Zuleitung für Wasser, aber zwei Köpfe. Ja, aber wenn das hier rausguckt, dann guckt auch beides raus, oder? Nee, das ist ja ein Abstand. Layla, was genau ist denn jetzt dein Problem? Also du hast ja auch zwei Brüste und die sind halt räumlich getrennt und dementsprechend sind es halt zwei. Ja, aber Layla wurde wahrscheinlich noch nicht aufgeklärt. Jetzt im Nachhinein ist dann auch kein Wunder, dass es mit den Kindern noch nicht geklappt hat. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, wofür die Eier da sind. Es ist gerade richtig peinlich, aber ich habe mich halt noch nie so ganz damit halt beschäftigt.
Leila, ich glaube schon, dass du dich damit beschäftigt hast. Es gab sogar schon Fernsehformate, wo du dich damit beschäftigt hast. Aber okay, sie bleibt trotzdem bei ihrer sehr speziellen Theorie. Ich glaube eigentlich schon, dass man die da unten drehen kann, dass sie es halt einfach alle nur noch nie probiert haben, weil die vielleicht irgendwie Angst haben oder so. Ein bisschen ist Leila wirklich die Gedächtnis-Evelyn Bodecki, oder? Aber sie kommt dann tatsächlich gegen Ende der Folge gleich nochmal vor. Und das witzigerweise in einem Streit mit nicht so witzigerweise Kim Virginia. Oh, nur zur Einordnung, die beiden unterhalten sich übrigens über die Nachtwachen. Und nein, ich habe auch keine Ahnung, warum Tim das da im Gesicht hat. Ich mache die zweite auch nicht nochmal. Also ich kann die jetzt nicht nochmal machen. Ja, dann machen wir die zweite. Damit es der Prinzessin gut geht. Bin ich jetzt die Zicke oder ist sie es? Kindisch. Ehrlich gesagt kann man darüber wahrscheinlich streiten, Kim Virginia. Ich muss aber sagen, dass Leila dich in dieser Diskussion ganz gut im Sack hat. Denn das, was sie gleich über dich sagt, das stimmt einfach zu 100%. Ja, die Sache ist, du findest immer Sachen selber scheiße wie andere. Aber wenn andere es scheiße finden, findest du es scheiße. Das verstehe ich nicht. Nee, sag's mir einfach nur. Das war schon schnippig, weißt du? Ja, das kriege ich ja auch oft mal von dir. Also, was denn genau? Ja, einfach deine Art manchmal. Bäm, schon wieder ein Punktsieg für Leila. Allerdings ist dieser Kampf noch nicht vorbei. Ich glaube, die beiden Grazien werden irgendwann noch mal zum Duell antreten. Ich setze das, glaube ich, ein bisschen zu mit dem Nicht-Essen. Vielleicht sitzt du auch einfach einen Furz quer. Brauchst du wieder einen Snickers? Ich juck das ja gar nicht. Das ist mir die Diskussion gar nicht wert. Und ich glaube, die beiden hätten sich dann noch ewig weiter gestritten. Aber zum Glück haben wir unseren Lieblings-Muppet-Opa Heinz. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich meine halt die bei den Muppets immer da oben saßen und grumpy waren. Ne? Diese älteren Leute, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und der haut jetzt mal richtig auf den Tisch. Stehst du oder nicht? Aber wie ihr beide euch unterhaltet, geht und dann sind wir oben. Da kommt nichts bei raus. Mama mia, man muss ja jetzt nicht so ein Ding draus machen. Ich muss sagen, insgesamt bisher eine wirklich coole Folge. Eine Sache gibt es jetzt allerdings natürlich noch zu klären. Wer muss in die nächste Dschungelprüfung? Ehrlich, für mich war es eine große Überraschung. Und am Ende hat sich dann zwischen Kim Virginia und Leila entschieden. Also, ihr zwei Ladies, wer hätte denn mehr Lust? Sie. Kim, du hättest mehr Lust. Und in die Dschungelprüfung geht. Nochmal Leila. Nein. Ja. Okay, Mädchen, das machst du. Hä? Das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Leila hat das doch eigentlich alles ganz gut gemacht und war sympathisch. Kannst du mir das vielleicht mal in den Kommentaren erklären? Oh. Und weil ganz viele von euch gefragt haben, warum manchmal bestimmte Leute gesperrt sind. Also Heinz ist eigentlich immer gesperrt, weil er ist einfach alt. Cora war ganz oft gesperrt, weil sie unter anderem einen relativ schweren Bandscheibenvorfall hat. Und Fabio war in der letzten Prüfung gesperrt, weil er zu groß und zu schwer ist und das dann irgendwie nicht funktioniert hätte mit den Sicherungen. Oh, und wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne in den Kommentaren stellen. Alles weiß ich jetzt auch nicht, aber ich versuche in den Videos immer mal wieder ein bisschen darauf einzugehen. Wenn du sowieso da unten zugange bist, würde ich mich dann auch noch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du mir noch einen allerletzten Gefallen tun willst, dann kannst du natürlich auch mal sehr, sehr gerne bei meinem Partner Holy nachschauen. Die verkaufen so anrührbare Getränke und sparen dir ganz viel Schleppen. Kannst du dir mal durchlesen. Ich packe dir auch da den Link oben in die Videobeschreibung. Okay, und jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt und du musst das alles sowieso tun, denn sonst werde ich noch müder. Und ganz ehrlich, ich bin heute schon sehr, sehr müde und habe mich, glaube ich, in diesem Video 912 Mal versprochen. Das möchtest du also nicht.